In diesem Archicad-Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie komplexe Einstellungen an bereits platzierte Elemente mit wenigen Klicks übergeben können. Dies zeige ich Ihnen anhand eines Stützenbeispiels. Grundsätzlich funktioniert dies mit allen Elementen, seien das Fenster, Türen, Wände oder sonst irgendwelche Archicad-Elemente. Diese Pilzkopfstütze, die Sie hier sehen, haben wir bereits erstellt. Wie dies gemacht wurde, können Sie gerne im Video segmentierte Stützen nachschauen. Um nun die Pilzkopfstütze mit wenigen Klicks auf die bereits platzierten Elemente übergeben zu können, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie die segmentierte Stütze aus und gehen Sie in die Einstellungen dieser Stütze. Anschließend können Sie oben links auf den Stern klicken, wo Favorit steht, und mit dem Stern mit dem blauen Pluszeichen können Sie dies als neuen Favoriten speichern. Wir geben diesem den Namen Pilzkopfstütze und bestätigen das mit OK. Somit ist genau diese Stütze als Favorit abgespeichert. Ich kann das mit OK bestätigen und kann nun alle diese drei Stützen aktivieren, ebenfalls wiederum die Einstellungen öffnen, auf den Stern klicken und die Pilzkopfstütze mit einem Doppelklick anwenden. Bestätige ich erneut mit OK, so werden nun diese Favoriten übernommen und die drei Stützen, die vorhin als normale rechteckige Stützen dargestellt worden sind, sind nun diese entsprechenden Pilzkopfstützen. Musik